Ein Mann, der unter den Sahaba lebte, der normal sprach und lachte, begann in gewissen Situationen plötzlich zu weinen. Er weinte so sehr, bis er bewusstlos wurde. Die Sahaba erzählten dem Propheten sallallahu alaihi wasallam über diesen Mann. Also ließ der Prophet ihn zu sich kommen, um ihm zu helfen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm ihn zur Seite und fragte, was geschehen war. Der Mann antwortete: Ja Rasulullah, ich wollte niemals jemandem darüber berichten, aber da du mich danach fragst, muss ich es dir erzählen. Bevor ich den Islam angenommen habe, hatte ich eine Tochter. Als sie geboren wurde, wollte ich sie begraben, weil die damaligen Bräuche so gewesen sind. Ich dachte, was, wenn sie aufwächst und Schande über meine Familie bringt? Aber ich hielt inne. Meine Gefühle für meine Tochter waren so überwältigend. Die Jahre vergingen und ich sah, wie meine Tochter aufwächst. Und eines Tages, als das Mädchen kurz davor war, eine Frau zu werden, begann ich Albträume zu bekommen. Ich wurde verzweifelt und unruhig. Ich wurde von meinen Bräuchen geplagt, vom Gedanken, dass meine Tochter Schande über mich bringen wird, wenn sie mit irgendeinem Kerl davonläuft und Schande über all meine Vorfahren bringt. Tag für Tag wollte ich etwas dagegen unternehmen, aber meine Gefühle für meine Tochter hielten mich davon ab, bis ich eines Tages damit nicht mehr fertig wurde, ja Rasulullah. Ich sagte zu meiner Frau: Kleide sie in schöne Kleider und kämme ihr Haar schön und schminke ihr Gesicht und sage ihr, dein Vater wird dich heute zu einer Feier ausführen, damit du mit Freunden von dir spielen kannst. Die Mutter wusste, dass der Vater einen Plan im Schilde führte. Sie kleidete ihre Tochter an und weinte, als sie ihr Haar kämmte. Und als sie ihr Gesicht puderte und sie schön machte, weinte die Mutter. Die Tochter fragte: Was ist los, Mutter? Und sie antwortete: Nichts, meine Tochter. Sie konnte nichts sagen, sonst hätte sie ihr Ehemann geschlagen. Die Tochter sagte: Mein Vater führt mich aus zu einer Feier. Ich liebe meinen Vater. Nachdem die Tochter hübsch gemacht wurde, kam am Abend der Vater und nahm seine Tochter mit. Die Frau nahm seine Hand und flüsterte zu ihm, aber die Tochter konnte etwas davon hören. Die Frau sagte einige Wörter, die sein Herz zum Beben brachten und ihn an seine Tochter erinnerten. Ya Rajul, la tudayya al-amana. Verspiele nicht das Vertrauen. Deine Tochter ist deine Amana, sie wurde dir anvertraut. Und der Mann nahm seine Tochter mit sich. Auf dem Weg dachte er sich: Was mache ich? Und die Tochter tollte herum. Sie dachte, ihr Vater liebt sie. Er sagte: Ich hatte eine sehr tiefe Schlucht mit scharfen Felsen auserwählt, ja Rasulullah. Plötzlich wurde ich von den Qualen unserer Bräuche geplagt. Ich dachte mir, soll ich sie hineinstoßen? Und ich näherte mich, aber mein Herz ließ es nicht zu. Und dann überkamen mich wieder die Bräuche und ich musste mit mir selbst ringen. Und als ich der Schlucht nahe kam, nahm ich meine Tochter und warf sie in die Schlucht. Meine Tochter hatte mich mit weit geöffneten Augen angestarrt und gesagt: Vater, verspiele nicht das Vertrauen. Verspiele nicht das Vertrauen, Vater. Und ich warf sie in die Schlucht. Der Mann sagte: Ja, Rasulullah. Während sie hineinstürzte, wiederholte sie: Verspiele nicht das Vertrauen, Vater. Verspiele nicht das Vertrauen, Vater. Bis ich ihre winzige Stimme nicht mehr hören konnte, bis sie starb. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam blickte auf zu dem Mann und sein Bart war mit Tränen getränkt. Der Bart des Propheten war mit Tränen getränkt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Würde mir Allah subhanahu wa ta'ala erlauben, jemanden für das Töten und Morden in der Zeit vor dem Islam zu bestrafen, würde ich mit dir beginnen.